If you want to practice Anasamatha meditation sometimes, such as Inkasinas, Ekadamis, Pusavai, Bandeis, etc., it is very easy. Also wenn man die Meditation, die Samatha-Meditation auf den Atem bereits praktiziert hat, dann ist es sehr leicht, auch die anderen Meditationsobjekte, also zum Beispiel die 10 Kasinas, auf die 32 Körpermerkmale oder auch auf die 8 Erreichungen, also sozusagen umzusteigen. If you want to practice color kasinas, such as Nila Kasina, Blue Kasina or Black Kasina. Wenn ihr also zum Beispiel auf den Kasinas meditieren wollt, also die Farbkasinas, zum Beispiel das Lila, also das Blaue, was auch manchmal Schwarzkasina genannt wird. Yellow Kasina, Pita Kasina, Lohita Kasina, Red Kasina, White Kasina, Otata Kasina. Oder das Gelbe, das Rote und das Weiße Kasina. So if you want to practice the four color kasinas, the best way is you should first try to discern the 32 parts of your body. Wenn man also mit den vier Farbkasinas beginnen möchte, dann ist es sinnvoll, wenn man zunächst mal mit den 32 Körperteilen oder Körpermerkmalen beginnt. When you should try to discern the 32 parts of your body. First, you should re-establish your Anapana Pochana. When Anapana Pochana produces strong, powerful light, with the assistance of the light of wisdom, if you descend the details of your body, you can see clearly. Wie sollte man also beginnen mit der Betrachtung der 32 Körpermerkmale? Man sollte zunächst mal wieder zurückgehen in das Dritte Jhana, sich dort in das leuchtende und sehr helle, sehr intensive Licht vertiefen, also das Patika, das selektive Zeichen. Und von dort aus geht man dann auf die Betrachtung der 32 Körpermerkmale über. However, you must try to discern this particular both internally and externally. Auf jeden Fall muss man diese 32 Körpermerkmale sowohl innerlich als auch im Außen, also äußerlich betrachten. How far away you must try to discern? If you can discern in the external world, throughout the whole world it is better. Throughout the whole world means there you may see under the light, under your light of wisdom, animals, human beings, etc. You can discern the difference both internally and externally very easily. Other than you will not see any man or woman or anywhere. You will see only the difference of body and mind. So, wenn man sich also darin übt, die 32 Körpermerkmale im Innen und im Außen zu betrachten oder unterscheidend wahrzunehmen, dann ist es ganz gleich, was man anschaut, ob man Tiere anschaut, ob man einen Mann anschaut, eine Frau anschaut, was man letztendlich wahrnimmt, sind eben nur diese, also die 32 Körpermerkmale. If you can listen to the parts of body, both internally and externally, thoroughly, other than you can choose any part, internal or external. Some meditators, they prefer to discern external 32 parts. Some meditators, they like to discern internal 32 parts. They can choose any one. Wenn ihr so weit seid, dass ihr sowohl die innerlichen als auch die äußerlichen Körpermerkmale wahrnehmen könnt, dann könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr bevorzugt die, den inneren Körpermerkmalen zuwendet oder den äußeren. Denn es ist so, dass
dass die einzelnen Yogis da unterschiedliche Präferenzen haben. Die einen meditieren lieber auf die inneren, also auf die eigenen Körpermerkmale, die anderen Yogis bevorzugen eher die Körpermerkmale im Außen. If a meditator prefers to discern external attitudes, rather than if he wants to practice white asana, for example, then he can choose the thought of the meditator in front of him or in front of her. Wenn man das jetzt erreicht hat, also dass man im Außen die 32 Körpermerkmale betrachten kann oder unterscheiden und wahrnehmen kann, dann kann man dazu übergehen, das weiße Kasina zu kultivieren. Und das tut man so, indem man den Schädel, also den hinteren Teil des Schädels, desjenigen, der während der Meditation vor einem Sitz betrachtet. It is his skull as a white object. The meditator can pay attention as white. If he practices systematically, he can attain up to both chakra states, taking this skull as a white kasina culture. Man nimmt also die Farbe, die weiße Farbe des Schädels wahr und vertieft sich da rein. Und wenn man es also schafft, sich da rein zu vertiefen bzw. unterscheidend wahrzunehmen, dann fokussiert man also nur auf diese Farbe und erreicht so das weiße Kasina und kann mit diesem weißen Kasina oder mit Hilfe des weißen Kasinas das dritte Jhana erreichen. Then if a meditator wants to practice Nila Kasina, the meditator can take the Khatkaya touch. Sanskrit Khatkaya is very difficult to say in Nila. In Sanskrit Khatkaya is okay. Nila. Then he translates this Nila as Black Kasina or Raw Kasina. So you can practice systematically up to the fourth chakra state. Man kann also systematisch praktizieren oder meditieren, beispielsweise wenn man das Grau-Kasina, also Nila-Kasina, aber eigentlich auch zu übersetzen als Braun- oder Schwarz-Kasina betrachten möchte, dann kann man als Ausgangsobjekt die Kopfhaare hier nehmen, also man schaut wieder sein, ja, dann vor einem sitzenden meditierenden Mann und betrachtet also seine Haarfarbe und geht davon ausgehend, also von der Betrachtung der Haarfarbe ausgehend in das Blau, Braun oder Schwarz Kasina über. Und wenn man das systematisch übt, dann kann man auch hiermit, also mit dem Blau, Schwarz, Braun Kasina, das dritte Jhana erreichen. Then if the meditator wants to practice yellow Kasina, the meditator can take urine as a meditation object and he should emphasize as a yellow. Then if he practices systematically, he can attain up to fourth chakra stage. Wenn der Meditierende sich in das gelbe Kasina vertiefen möchte, dann nimmt er als Ausgangssubstanz in diesem Fall oder Ausgangsobjekt den Urin, vertieft sich da rein und kann dann, wenn er systematisch praktiziert und übt, auch das Vajrayana damit erreichen. Then if the meditator wants to practice the Lohita Kasina, Red Kasina, he can take inside the heart, there is blood. Taking that blood as a meditation object, he can practice Red Kasina. Systematically. If he practices systematically, he can attain up to fourth chakra stage. Wenn der Meditierende über das rote Kasina arbeiten möchte oder mit dem roten Kasina arbeiten möchte, dann bietet sich als Meditationsobjekt das Blut an. Man kann dazu in das Herz gehen und sich das Blut darin vorstellen. Und wenn man systematisch übt, dann kann man auch hiermit das vierte Jhana erreichen. If a meditator is successful practicing this fourth action Kala Kasina, if he wants to practice other Kasinas such as Art Kasina, Wanda Kasina, Paya Kasina, Wood Kasina, Light Kasina, and Space Kasina, it is also very easy. Wenn der Meditierende diese vier Farbkasinas durchgegangen ist, dann kann man auch zu anderen Kasinas übergehen.